Interview und Analyse zum 8. Rennen. 8. Tagesbewerb, ausgestattet mit einer Dreierwette-Garantie und in den Vielsiegerwetten inkludiert Bauer Adam. Im ersten Mal war es, glaube ich, eng in Wales, zuletzt der Fehler, zu schnell rausgeschickt. Kann das der Grund gewesen sein? Ich denke nein, ich denke zu schnell zurückgenommen, das war der Grund, aber was weiß man schon. Ich werde heute wieder schneller losfahren, vielleicht mit ein bisschen mehr Vorsicht, aber trotzdem, wir werden sehen, was passiert. Aber er ist, denke ich, schon noch in guter Form und hatte zwei Missgeschicke jetzt. Sei ihm alles verziehen. 1600, er ist eben, du angesprochen hast, du wirst ihm rausschicken, er ist startschnell. Dementsprechend wirst du versuchen, Führung zu verteidigen? Sind doch einige ältere, erfahrenere Pferde teilweise auch drinnen? Oder sagst du, gehst du das vielleicht einmal aus der Defensive an oder kurzfristige Entscheidung? Werde ich auch jetzt nicht verraten. Aber wir werden heute nicht übermäßig am Start riskieren, weil ich auch schon feststellen will, wie weit die Form noch vorhanden ist und wie weit wir uns da mit der Pause schon beschäftigen müssen oder ob wir ihn noch einige Male weiter starten. Jonas, mit der Bauer Matilda, die performen immer sehr ordentlich. Ich denke, die letzten Platzierungen sind auch heute das Ziel, weil da schon einige mehr Gegner drinnen sind. Ja, sie ist auch sehr ordentlich. Rennen, welches sich in der Super 76 befindet und auch in der Super Finish-Wette und mit einer Dreierwette-Auszahlungsgarantie ausgestattet ist. Angel Face, die hat sich gesteigert, möchte ich gar nicht sagen. Sie hat endlich das gebracht, was sie auch in den Arbeiten immer bringt. Was erwartest du dir heute? Und Außenstadt nämlich einmal angemeldet, denn eben Dreierge hätte auf jeden Fall innere Nummer gehabt. Das wolltet ihr vermeiden. Ja genau, wir hätten die 1 gehabt. Mit der 1 ist sie einfach zu heftig, wie man im Rasino gesehen hatte. Da hat sie auch gepult gehabt. Und da ist sie ja in die Luft ausgegangen, von daher fahren wir heute von der Außenstadt weg. Aber bei ihr geht es eigentlich nur darum, dass sie noch was lernt. Zum Siegen auch lernen? Wir lassen sie mitgehen, wenn sie sich gut fahren lässt und wir haben eine gute Lage, nehmen wir gerne den Sieg mit, aber hauptsächlich soll sie noch was lernen. Generell Zuchtrennsaison ja vorbei, ist das der letzte Start oder gibt es dann vielleicht noch den einen oder anderen? Ja, wir haben noch 2 Starts geplant mit ihr. 8. Rennen des Tages mit Mr. Lord Venus. Ich behaupte mal, die Distanz ist jetzt nicht ideal. Da gibt es andere Pferde drin, für die die Distanz besser ist. Aber er ist, wenn er gut ins Rennen findet, dennoch einer, der auch wie zuletzt gutes Geld erwischen kann. Ja, der ist letztes Mal eigentlich, für mich ist er letztes Mal sehr bombig gegangen. Er hat 2. Reihe gehabt. Dann ist neben mir, vor mir einer gesprungen am Start, da hat er ein paar Meter verloren und er ist eigentlich sehr spiedig gelaufen im Einlauf. Er war dann 3. 17,5 mit den kurzen Startfehler. Er geht viel besser wie früher. Er ist gut in Gang in der Kurven auch, wo er seine Probleme hatte. Und ich glaube, wenn er heute gut ins Rennen findet, sollte er wieder unter die 3 sein. 8. Tagesbewerb dann mit Spectra, die kommt aus 5-monatiger Pause. Ebrechtsdorfer Probelauf in der Vorwoche hat sie mir recht gut gefallen. Rennen wird aber wahrscheinlich noch fehlen, vor allem, da sind einige Distanzspezialisten drinnen. Ja, das Rennen wird sicher fehlen und es sind einige Distanzspezialisten, gute Pferde drinnen und wir schauen jetzt einmal, irgendwo die Innenkante zu bekommen und vielleicht ein kleines Geld anzuvisieren. Aber sie geht einmal am Ausstand immer auch gut rein. Das heißt, 3-Wette Auszahlungsgarantie, wir haben schon gesagt, schwierig, gute Pferde drin, aber wenn dein Vorhaben gelingt, auch vielleicht so ein 3. Platz möglich? Ja, 3. wird mir ja dann, wenn jetzt 1, 2 rausfallen, ja, öfters auch mit Außenseitern.